So. Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario 2, die Legende von mir und Tor. Ich habe hier einfach eiskalt einen Cut gesetzt. Lol. Und jetzt widmen wir uns dem Endgegner. Darf ich ihn? Nein, das mache ich. Okay. Was wollt ihr hier? Der ist weiblich. Ja und? Das ja ist gut, halt... ist einfach Logot. Er ist so. Weiblich, männlich und wieder nicht. Boah, der sieht so rot. Alter, voll die Paper Cut Version. Ihr seid bestimmt Kumpane von dem feigen Typen, die vor kurzem hier waren. Wieso seid ihr nur alle hinter meinem Schatz her? Kriegt ihr denn nie genug? Was seid ihr für Narren, mich besiegen zu wollen? Und dann solch Winzlinge, ihr seid ja nicht viel mehr als ein kleiner Imbiss. Aber eure Füße riechen, als wären sie im eigenen Saft gedünstet. Lecker! Ich werde erst eure Füße ablecken, dann röste ich euch und dann... Ja, Logat, du hast ja sehr nette Vorstellungen. Das ist ja ekelhaft. Immer so nice und schlabbert dich dann ab. Oh, ist aber so. Schlabber. Ah, Zeit für einen kleinen Imbiss. Wen soll ich zuerst anknabbern? Gar keinen. Nimm die Mauer. Lass es einfach. Lass mich in Ruhe. Ich glaube nicht, dass er darauf werden will. So, ich glaube, ich werde jetzt erstmal auf seine Tatze springen. Hier. Das erste Mal müssen wir ihn nämlich angreifen. Igitt, da quakt ja ein Frosch. Wieso habt ihr das gewusst? Sofort aufhören. Ich ekel mich vor Fröschen, seit ich mich mal an einem verschluckt hab. Kein Wunder, viel Fraß. Ah, ich muss nur dies Quaken hören, schon fühle ich mich ganz scheiße. Das tut mir voll überhaupt und gar nicht leid. Richtig, so richtig rein, man. Da musst du rein, bam, bam, bam. So, jetzt gibt's erstmal Feuer. Oh, crap. Ich hab sogar mit A gekontert. Guck mal, wie scheiße ich bin. Oh Gott. Ja, ich weiß. So, der Power Downs. Komm bitte ein paar Mal exzellent, ey. Das hätte so Stil. Mist, ich verkack das immer. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, meine Kraft lässt nach. Klar fällt mir ein Eimer auf den Kopf. Ja, seine Kraft lässt nach. Ja, und dafür krieg ich einen Eimer auf den Kopf, oder nee, was? Das ist zum Heilen. Oh, Stampfer. Ja, das kann ich wieder kontern, aber so dickes Feuer kann ich nicht mit A blocken, wa? So, ja. Power Downs. Lohnt sich das überhaupt? Nein. Trotzdem machen. Yay! Mann. Mo, was soll das? Warte, halt, ich kapituliere. Ich bin auch wieder ganz brav, aber hab Erbarmen. Also gut. Du hast gewonnen, du sollst 1000 Münzen bekommen. Naja, boah, was? 1000 Münzen? Und der Tatsache, dass man nur Maximum 999 haben kann. Boah, was? Ne, dann vergiss es. Der will dich betrügen. Du willst also keine Münzen? Dann sollst du einen Orden aus meinem Schatz haben. Ein wirklich seltenes Stück. Diesen Orden kannst du hier, nur und jetzt bekommen. Bla. Das geht auch nicht, weil jeder Orden muss man eine Chance haben, den öfter zu bekommen. Also kann er das auch abhaken. Also ist das auch ein Trick. Vielleicht ist es nur die Karte. Nein, das gibt es nicht. Vergiss es, Mann. Gut, dann darfst du an meiner Schweißklaue riechen. Du willst doch bestimmt den exquisiten, würzigen Duft meiner Klauen kennenlernen. Alter, ich bin da gerade schon draufgehüpft. Nochmal nur ganz kurz schnüffeln. Boah, geh mal nach Hause, Alter. Was für ein misstrauischer kleiner Giftzwerg. Dabei ist Vertrauen doch so wichtig in der Welt. Jetzt hilf wohl nur noch... Oh, oh. Mittagessen. Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. Pilzsuppe. Om nom nom. Wenn du gleich auf seinen Kopf nimmst, dann fallen da Toads raus. Wie schrecklich. Jetzt fühle ich mich wieder kräftig. Unverschämt. Lass uns diesen Drachen rasch besiegen. Ja, auf jeden. So, jetzt kämpfen wir im Zuschauerbereich. Mit einem Power Downs. Död, 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 död. Oh Mann, Crap, warum krieg ich das nur so wenig hin? Ja, dieses Quaken macht mich so unglaublich schwach. Das sehe ich auch so, oh nein. Wenn ich das jetzt geschafft hätte, dann hätte ich von allem nur noch die Hälfte gehabt. Der halbiert meine kompletten Restbestände an KP, BP und irgendwas anderem. Ja, geschafft. Ein Paradox. Paradox. Und ich kann ihn nicht mehr einsetzen. Ja, du hast ja eh nur noch einen KP. Ernsthaft? Ja, der hat sich nur um 10 geheilt. Hast du mitgezählt? Der hat sich 10, ja. Warum zählst du das mit? Aber ich. Ja, Schimpf und Schmach.
Bah, was? 30 Sternenpunkte. Die Mucke übrigens war voll cool. Das sind mega viele. Ja, ich krieg die Mucke so wenig mit, ich habe das extra leiser gemacht. Geschafft, Mario. Und jetzt müssen wir nur noch dein Sternjuwel finden. Wirkkotzspei. Boah, endlich wieder in der Luft. Aber... Vater! Oho, das ist doch mein kleiner Kubio. Kommt mir so vor, als wärst du ziemlich gewachsen in letzter Zeit. Ziemlich gewachsen? Was meinst du? Und überhaupt, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Nun, hast du es nicht gerade gesehen? Ihr habt mich ausgekotzt, Mann. Ich war in dem Magen. Nun, auf meiner Jagd nach Logath bin ich bis hierher gekommen. Ich hatte sie fast besiegt, aber Logath hat mich erpresst, überlistet und gefressen. Das hat gar nicht erpresst. 10 Jahre habe ich in ihrem Wanz verbracht, im Schutze meines Panzers. Aber jetzt bin ich endlich wieder frei. Was hat er gegessen, frage ich mich gerade. Alles, was so reinkam, hat er abgefangen, bevor die Magensäure das zersetzen konnte. Ich habe... Also wirklich, was haben wir uns für Sorgen gemacht? Wir hatten alle gedacht, du wärst schon lange tot. Naja, aber Hauptsache ich lebe und wir sehen uns wieder. Übrigens, Kupio, was machst du eigentlich an einem Ort wie diesem? Also wirklich, mein Vater. Ich bin hier, um Logath zu töten und das Dorf zu befreien, was denn sonst? Und dann ist da noch Mario. Er ist auf der Suche nach dem Sternjuwel. Das Sternjuwel? Ist das vielleicht dieses kleine Steinchen? Auf den Boden geschmissen. Was ist denn das? Hab ich doch gerade gesagt, Mann, das ist ein Sternjuwel. Das habe ich in Logaths Bauch gefunden. Es sah aus wie ein nettes Souvenir. Und das habt ihr alle gesucht? Das passt ja wunderbar. Hier, für dich. Für mich? Ah, sonst musst du nicht genieren. Du bist doch Kupios Freund, also nimm schon. Aber eigentlich will ich dir nicht geben. Weil du hast mich nicht gerettet. Kupio hat mich gerettet. Kupio ist der one and only. Kupio ist der badass number one. An Logath, du musst vielleicht nicht. Du hältst ein Sternjuwel, unser erstes. Deine Sternenkraft beträgt nun 2. Mario lernt die Sternattacke Maxi-Beben. Und das ist eigentlich so ziemlich mit die am häufigst verwendete von mir. Ja, von mir auch. Nein, von mir gibt's noch eine andere. Ja, aber ich benutze die halt am häufigsten, weil man die am längsten hat. Kapitel Ende. Ich noch gerne benutze, Baumstamm. Nicht? Baumstamm. Nach dem Sieg über Logath fand Mario in der Burg ein Sternjuwel. Und mit dem Sieg über Logath kehrte der Frieden nach Blütenweiler zurück. Auch Kupio war glücklich, seinen totgeglaubten Vater wiedersehen zu können. Nur Prinzessin Prinzessin Bleach bleibt weiter verschwunden. Wo mag sie nur sein? Nun, Marios Abenteuer hat gerade erst begonnen. Willst du den speichern? Sicher will ich den speichern. Glaubst du, Logath despawnt? Logath despawnt nie. Die ist nicht mehr da gleich. Was passiert jetzt? Ganz viele Mario-Köpfe. Oh nein, ich bin geflasht. Das ist ein Hypnoseversuch. Guck nicht hin. Oh nein, es hat ihn gefangen. Nein. Giraffe, Affe. Fernseher. Peach. Und 2 komische... Oh, darf ich... Ach, die kennen wir doch. Kruzius. Oh, bitte mach den nicht so behindert. Ach, Quatsch. Ich kenn dich doch. Herr General, wir haben Prinzessin Peach. Also, es wird Zeit, dass du uns sagst, wo diese Karte ist. Prinzessin Peach. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich nicht weiß, wovon du redest? Sinnlos zu leugnen, wir wissen, dass du die Karte hast. Sag, was du weißt, das ist besser für dich. Wir Kruzionen sind nicht gerade geduldig. Ey, das kann ich immer. Ich bin auch nicht wirklich geduldig. Herr General, bitte um Erlaubnis, Bericht erstatten zu dürfen. Halt's Maul! Ach, Logaths Sternjuwel wurde von einer unbekannten Person entwendet. Was? Ist etwa noch jemand hinter den Sternjuwelen her? Und hat dieser jemand sogar Logath besiegt? Jawohl, wir haben hier einen präzisen Bericht. Die fragliche Person ist ein Bartträger mit roter Mütze und blauem Overall. Mario! Oh, Mario? Ups,
Das hätte ich wohl nicht sagen sollen. Ich wusste, dass du dich verklappst. So, Mario. Klingt wie eine Krankheit. Na gut, über diesen Mario wirst du uns auch noch berichten. Wachen, bringt die Prinzessin zurück in ihr Zimmer. Zu Befehl. Aber passt auf, fass das Schätzchen nicht zu grob an. Ich hab nämlich heute Abend noch eine Wache. Zu Befehl. Nein, lass mich hier. Nein, ich will nach Hause. Wo bin ich überhaupt? Meh. Also, Kruzellos. Wenn dieser Mario die Karte hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch im Wunderwald auftaucht. Du musst ihm unbedingt zuvorkommen und das Sternjuwel zuerst finden. Verstanden. Zu Befehl, Herr General. Blubblubblubblubblubblubblub, wieder läuft. Meine Ruhe. Ich frage mich, ob Kruzellos allein der Sache gewachsen ist. Ey, du Spacken da! Heil! Sie haben gerufen, mein General! Bring mir das Schattentrio! Das Schattentrio? Aber die sind doch... Egal, ruf sie! Sofort! Zu Befehl! Heil! Tschüss! Du suchst uns? Hier sind wir schon! Und hat die Prinzessin dir verraten, wo die Karte ist? Sei lieber ruhig, Brunhilde. Nur weil ihr Peach damals nicht geschnappt habt, konnte sie die Karte diesem mysteriösen Mario geben. Es war vollkommen unmöglich. Da waren zu viele Leute. Außerdem kam noch dieser komische Alte. Aber wie wäre es, wenn wir diesen Mario erledigen und dir die Karte bringen? Das ist ja wohl das Mindeste. Für unsere Pläne ist die Karte unentbehrlich. Meine Untergebenen werden euch die notwendigen Infos über Mario geben. Also gut, Brunhilde, ihr werdet ihn also fertig machen. Wir werden dir bald Erfreuliches berichten. Also gehen wir, Roberta, Barbara, an die Arbeit. Ja! Das war so dumm. Der Schmund. Ach ja, Crucius ist schon ein merkwürdiger Kauz. Ich finde den witzig. Ich auch. Hä? Hast du es gerade gesehen? Ja, da war ein Fernseher. Live-Show. Oh nein! Schon wieder gefangen, wie immer. Mario und Todsworth werden sich sicher sorgen. Aber wo bin ich nur hier? Könnte ich die beiden doch wissen lassen, dass ich gefangen gehalten werde? Das wissen die so oder so schon. Naja, geht eigentlich, ne? Besser als da, wo sie sonst gefangen gehalten wird. Ja, wer weiß, was... In einem anderen Schloss. Scheißegal, wo die gerade abhängt. Naja, in dem ersten Paper Mario, da hatte sie ein richtig geiles Luxuszimmer. Ja, war ja auch ihr eigenes. Da hat er gleich das Schloss mitentführt, das zählt nicht. Oh, eine Dusche. Aha. Da, die haben fleißig, Kameras. Fleißig. Ja, die haben überall Kameras installiert hier. Geh mal kacken. Geh mal duschen. Ja, mach ich auch. Ob ich das wohl benutzen darf? Ich glaube, sie wollen sogar, dass du das benutzt. Ich glaube auch. Was für ein cooles Kleid, Mann. Oh, die keult sich gerade an. Warte, die singt. Nie. Jetzt Handtuch. Das ist so geil, wie das jetzt aussieht. Schwupp, schwupp. Handtuch nehmen, zurücklegen. Kleid nehmen. Aber ich finde, Peach sieht jetzt richtig cool aus. Ja, wegen der Frisur. Das hat gut getan. Und die hat jetzt hinten einen Pferdeschwanz gebunden. Und das sieht, sagen wir mal, mädchenhafter aus. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Sieht auf jeden Fall sehr stilvoll aus. Das liegt daran, weil die jetzt auch so Blush unter den Augen hat. Weil schon dieses Errötete. Mhm. Ja, egal. Aber da das ja nur ein Spiel ist, oh, sie sieht wieder anders aus. Oh, crap. Was war das? Die Tür hat sich von selbst geöffnet. Ah, vielleicht wollen... Frisur strohig, wie immer. Head and Shoulders müsstest du benutzen, Madame. Jetzt müsste ich Head and Shoulders Werbung einblenden. Niemand da, oder? Ich glaube, ich gehe mal hier lang. Boah, ich will raus hier. Was ist das denn? Scheint nicht zu funktionieren. Sieht so aus, Peach. Sieht ganz danach aus. Ha? Oh mein Gott, seltsam. Ja, ist so, ne? Hightech-Station, die Türen gehen alleine auf. What the heck? Oh mein Gott. Boah, der ist cool. Hä? Was passiert hier? Guten Tag, Peach. Wer
Wer war das? Woher kam das? Ich bin direkt vor dir. Ich bin der Hauptcomputer Tech XX. Nenn mich einfach Tech. General Crucius schuf mich. Ich bin der klügste Computer des Universums. General Crucius? Das war sicher dieser böse Kerl von vorhin. General Crucius ist nicht böse. Er ist großartig. Diesen Eindruck hatte ich nicht. Aber weshalb hast du mich hierher kommen lassen? Ich fand dich so cool, als du eben in der Dusche warst. Dein Anblick hat eine Störung verursacht. Meine Funktionen sind außer Kontrolle. Ich drohe zu überhitzen. Haha, schlechten Lüfter. Unverständliche Signale durchströmen mich. Das ist ein neuer Impuls. Noch seltsamer ist, Berechnungen ergaben, dass ich dich ansehen und kennenlernen will, als ich dich vorhin in der Dusche gesehen habe. Ursache unbekannt. Als perfekter Computer muss ich irgendwie die Ursache dieser Störung finden. Daher rief ich dich zu mir. Mich ansehen? Mich kennenlernen? Du bist vielleicht... Nein, das kann nicht sein. Du bist doch nur ein Computer. Was ist mit mir passiert? Sag mir bitte, was du darüber weißt. Nein, so etwas. Also, ich kann das nicht sagen. Bitte sag es mir jetzt. Ich bin der beste Computer der Welt. Aber auch nicht nur da, ich bin auch noch woanders richtig der Beste. Es darf nichts geben, das ich nicht verstehe. Aber so etwas. Du bist vielleicht verliebt in mich. Verliebt, Liebe, unbekannt. Er hat ja das Wort Liebe gar nicht gesagt, woher weiß er denn den Singular davon? Oder generell ist, ach egal. Du kennst keine Liebe? Liebe ist, du willst immer mit einer Person zusammen sein. Es macht dich froh zu... kackende Stimme, Peach macht mich wahnsinnig. Es macht dich froh zu sehen, dass sie glücklich ist und Spaß hat. Du möchtest ihr beistehen, wenn es ihr schlecht geht. Du weißt schon, dass ich nur ein Computer bin und ich mich nicht zu einer bestimmten Person hingezogen fühlen kann. Naja, weiter im Text. Glücklich, Spaß, Definition dieser Worte ist unbekannt. Unmöglich, dass ich als perfekter Computer etwas nicht begreife. Begreifen kann man das wohl nicht. Prinzessin Peach, Begriff Liebe bitte näher erläutern. Was? Was ist auf einmal mit dir los? Ich hab dich unter der Dusche gesehen und möchte dich näher kennenlernen. Es darf nichts geben, was ich nicht weiß. Erbitte deshalb Hilfe beim Verständnis des Begriffs Liebe. Biete dafür Erfüllung eines Wunsches, soweit es in meiner Macht liegt. Hilfe bei Flucht kann natürlich nicht gewährt werden. Was redest du da? Ihr habt mich einfach gefangen genommen. Und jetzt werde ich hierher zitiert und soll dir erklären, was Liebe ist? Das muss ich mir gut überlegen, selbst wenn du mir hilfst. Verzögerung akzeptiert, sofortige Antwort nicht erforderlich. Verständnis der Liebe ist jedoch unabdingbar. Ich muss ein perfekter Computer sein. Werde dir einen Wunsch erfüllen, wenn du mir dabei hilfst. Frage verstanden. Bitte Wunsch benennen. Darf ich mir wirklich etwas wünschen? Dann könnte ich jemandem eine Nachricht übermitteln, so schnell wie möglich. Einverstanden. Kommunikationsfunktion ermöglicht weltweites Senden von Mails. Erlaubnis zur Anwendung der Mailfunktion erteilt. Bitte mit Tastaturempfänger und Nachricht eingeben. Weltweites Versenden, wow. Hier, oder? Gut, ich schreibe etwas. Merkt euch, wie lange Peach geschrieben hat. Ja. Fertig, kannst du es abschicken, bitte? War gut, dass diese Peach-Szenen alle zwei Jahrhunderte Nachricht mal kommen. Verschickt. Meine Stimme macht das nicht mehr. Für heute kannst du in dein Zimmer zurückgehen. Die Dusche ist da. Ich rufe dich, wenn ich wieder Fragen habe. Oder du das nächste Mal duschen warst. Also dann, gute Nacht. Ich würde jetzt noch sowas sagen, ne? Gute Nacht, Peach. Ich hatte noch einen Spruch, aber den, glaube ich, hebe ich mir lieber für meine 80. Alter, du warst froh, dass du so eine Männerstimme nehmen kannst. Wir hätten auch tauschen können, aber das hätte eh nichts gebracht. Ja, vor allem, du machst aus allem irgendwas Pornomäßiges.
Nein. Ja, doch wohl. Ja Gott, ich hatte Einspruchen. Ja, wenn du schon wieder so dreckig grinsen musst, dann heißt das schon wieder alles. Ah, Bowser. Der ist geil, den mache ich aber. Und dann nehme ich Kami Koopa. Ja, das Kami ist eh die beste.